Und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar rund um das Thema IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Mein Name ist Jen, ich bin Cyber Security Consultant bei Artus und gemeinsam mit meinem Kollegen Frederik Auburger werden wir Ihnen heute eine kurze Übersicht zu den gesetzlichen Änderungen und unseren Best Practices geben. Kurz noch vorab, wir werden diese Session aufnehmen und im Anschluss dann auch zur Verfügung stellen. Falls es von Ihrer Seite zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwelche Fragen oder Anmerkungen gibt, können Sie einfach das Kommentarfeld nutzen und wir werden die Fragen dann selbstverständlich anonymisiert im Anschluss an das Webinar vorlesen und auch beantworten. Genau, wir haben das Webinar anhand dieser folgenden zwei Fragen strukturiert. Im ersten Teil des Webinars werden wir uns also zunächst der Frage widmen, was von Ihrem Unternehmen durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 beachtet werden muss und was das für Sie auch in der Praxis bedeutet. Genau, nachdem wir uns dann die gesetzlichen Anforderungen in der theoretischen Fassung angesehen haben, wird mein Kollege Frederik Ihnen dann unsere Best Practices in Bezug auf die Implementierung eines Systems zur Angriffserkennung vorstellen und wie wir das ganze Thema auch schon bei der ENBW umgesetzt sind und wie für Sie auch der größtmögliche Nutzen dann entstehen kann. Das Gesetz ist vor circa 4 Wochen in Kraft getreten, nachdem es eben im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Betroffen sind nach wie vor, wie bei dem IT-Sicherheitsgesetz 1.0, auch alle Betreiber von kritischen Infrastrukturen. Also im Gesetz ist dann die Rede von Anlagensystemen und Komponenten, die eben für die Aufrechterhaltung unseres gesellschaftlichen Lebens eine elementare Rolle spielen. Der Paragraph 11 Absatz 1d des ENWG Energiewirtschaftsgesetzes stellt damit den Anforderungen zum Einsatz eines Systems zur Angriffserkennung die bedeutendste Änderung des Gesetzes dar. Also für alle Unternehmen ist eine, ja, ich würde mal sagen, relativ optimistische Umsetzungsfrist von weniger als 2 Jahren vorgesehen. Konkret besagt dann das Gesetz, dass der Einsatz allerspätestens ab dem 1. Mai 2023 dann verpflichtend in Betrieb sein muss. Genau, wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass dem BSI mit der Änderung des Gesetzes zusätzlich auch noch 799 neue Planstellen zugesprochen wurden und er darüber hinaus insgesamt auch mehr Befugnisse bekommt, wäre meine Vermutung, dass er die Umsetzung der Erfüllung von den Unternehmen in Bezug auf die Anforderungen ab jetzt auch stärker überwachen bzw. kontrollieren wird. Genau, der dritte Punkt, das IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 sind die Änderungen der Bußgelder. Also während früher von Unternehmen 100.000 Euro pro Verstoß gezahlt werden musste, können nun sogar bis zu 2 Millionen Euro fällig werden. Und bei vorsätzlichen Verstößen und juristischen Personen können die Strafen wiederum sogar noch höher ausfallen, also bis zu 10 Millionen Euro. Genau, dann habe ich es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz wird es auch eine Novellierung der BSI-Kritisverordnung geben. Innerhalb dieser Kritisverordnung werden eben die Schwellenwerte definiert, ab wann ein Unternehmen ein System zur Angriffserkennung in ihrer Infrastruktur implementieren muss. Und zwar wurden diese Schwellenwerte insbesondere für den Energiesektor stark herabgesetzt. Also während eine Energieerzeugungsanlage bisher ab einem Wert von 420 Megawatt als Komponente einer kritischen Infrastruktur klassifiziert wurde, fallen diese jetzt schon ab einem Wert von 36 Megawatt in den Betrachtungsraum. Genau, zusätzlich sind jetzt auch noch die Elektrizitätsspeicheranlagen als Anlage einer kritischen Infrastruktur relevant. Genau, die neue Kritisverordnung ist zwar noch nicht final beschlossen, aber wir stehen relativ eng in Kontakt mit diversen Arbeitskreisen, die sich eben genau damit beschäftigen. Und aus dem geht so ein bisschen hervor, dass sich an der Herabsetzung der Schwellenwerte wahrscheinlich nicht mehr viel ändern wird, einfach weil es von den meisten Parteien befürwortet wird. Genau, vielleicht nochmal für Sie ganz kurz als Referenzwert. Aktuell geht die Bundesregierung von ca. 2000 Betreibern von kritischen Infrastrukturen aus. Alleine durch die Anpassung werden jetzt 150 zusätzliche Betreiber im Bereich der Stromerzeugung hinzukommen. Genau, das System zur Angriffserkennung muss dann für alle Systeme implementiert werden, also welche für einen sicheren Anlagenbetrieb notwendig sind. Also in Bezug auf Sie als Energieversorger zielt es insbesondere auf die Operational Technology, also auf die OT ab.
Ganz klar, ne, es ist nicht gut, wenn jetzt irgendwie das Customer Management Add-on oder irgendwie das Abrechnungsmodul im SAP-System nicht mehr funktioniert, beziehungsweise gehackt wurde. Aber ein Ausfall davon würde jetzt die Versorgungsleistung der Einwohner erstmal nicht stark negativ beeinträchtigen. Vollständig können wir die IT und die OT allerdings auch nicht voneinander trennen. Denn es ist klar, ne, irgendwo laufen auch Systeme, die für die Steuerung der Anlagen etc. verantwortlich sind. Aber dazu wird mein Kollege Frederik später nochmal mehr erklären. Genau, was fällt nun eigentlich alles unter die Komponenten der Operational Technology? Wir haben da zum einen alle Erzeugungsanlagen einmal mit den neuen Werten aufgeführt. Also wie eben schon gesagt, ne, die Energieerzeugungsanlage gilt ab sofort ab einem Wert von 36 Megawatt als kritische Komponente. Und ansonsten haben wir noch die Elektrizitätsspeicheranlage und die Aggregatoren mit einem Wert von 420 Megawatt und Ölraffinerien ab einem Wert von 420.000 Tonnen Kraftstoff. Genau. Neben der Erzeugung haben wir eben auch noch alle Systeme und Komponenten der Netzbetreiber, die relevant sind, also das Versorgungsnetz und das Transportnetz sowie auch den Handel ab einem Wert von 3.700 Gigawattstunden und dann das Gasverteilernetz ab einem Wert von 5.190 Gigawattstunden. Genau. Ja, so viel erstmal zur Theorie. Frederik, ihr seid ja aktuell bei einem der größten Energieversorger Deutschlands mit genau diesem Thema beschäftigt. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz erklären, wie ihr das Thema angegangen seid, was so im Projekt die Herausforderungen waren und welcher Nutzen insbesondere für EnBW dadurch entstanden ist. Ja, sehr gerne. Danke, Jael. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Frederik Auburger, ebenfalls Cyber Security Consultant und eben mit Fokus auf OT Security. Und wie Jael gerade schon angesprochen hat, waren wir jetzt das letzte halbe Jahr vermehrt beim EnBW in einem Kundenprojekt tätig, was sich genau mit dieser Herausforderung eben beschäftigt hat, dass eben das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 eben die übergreifende Einführung von Systemen zur Angriffserkennung von Cyberattacken eben für die kritische Infrastruktur verpflichtet. Und die EnBW stand eben dann vor der Herausforderung, übergreifend ein vergleichbares Schutzniveau für die Bereiche der Erzeugung. Da haben wir uns die erneuerbaren Energien angeschaut, haben wir uns aber auch konventionelle Kraftwerke angeschaut und eben die Netze BW, also die Leitstellenumgebung Strom, Gas oder eben auch die Sekundärtechnik Strom, Gas aufzuzeigen. Und Ziel war es der EnBW, hier Identifikation des Handlungsbedarfs und eine Planung zur Seite zu legen von Maßnahmen, um eben konzernweit die Cyber-Defense-Strategie für die Industrial Control Systems auszubauen. Was haben wir gemacht in dem Projekt? Wir haben uns erstmal, um diese Herausforderung zu adressieren, erstmal eine Ist-Analyse der Infrastruktur durchgeführt. Das heißt, mal angeschaut auf Basis von den Analyseergebnissen, wo kann die Cyber-Defense-Services ausgebaut, weiterentwickelt werden, angepasst werden? Und haben da eben auch schon ja, regulatorische und innerbetriebliche Sicherheitsanforderungen eben mit berücksichtigt. Also zum einen eben auch schon das entstehende IT-SIG 2.0, aber auch so Industriestandards wie jetzt eben IEC 62443. Und haben dann eben eine Ableitung der Anforderungen vorgenommen und sind letztendlich dann zu einer ja, Durchführung einer Ist- und Gap-Analyse gekommen und haben dann Handlungsoptionen ausgesprochen, so ja, letztendlich mit einer finalen Entscheidungsvorlage eben dann für das Management, um die Einführung von Cyber Defense Services fortzuführen. Großes Benefit, glaube ich, hier war vor allem auch, dass große Synergien und Kosteneffizienzen eben für die konzernweit umgesetzt werden konnten und geplant werden konnten. Und dass ja für den Gesamtkonzern darüber hinaus eben eine Steigerung des Sicherheitsniveaus eben und eine frühzeitige Erkennung der Bedrohungslage ermöglicht wird. Genau, so viel kann ich, glaube ich, noch sagen. Wir sind jetzt eben auch in dem Folgeprojekt, wo es eben genau darum geht, ein solches System zur Angriffserkennung mit einzuführen. Großer Treiber dort war auch immer,
letztendlich so das Zusammenspiel eben aus Governance, Risk und Compliance. Und dort haben wir uns eben auch, wie schon gesagt, die IT-SIG 2.0 eben angeschaut. Vielleicht noch ganz kurz zu der Ist-Analyse, was wir da im Detail gemacht haben. Also wir haben erstmal mit den verschiedenen Asset-Listen, die vorhanden sind, mit verschiedenen Interviews, die wir mit den verschiedenen Standorten eben durchgeführt haben, eine Analyse gestartet, um da eben das Sicherheitsniveau genau zu definieren. Jetzt ist die Frage, wie lässt sich das Ganze irgendwie konkret vielleicht auch für Sie runterbrechen? Da einmal gerne auf die nächste Folie. Genau. So, jetzt nicht erschlagen lassen von der Folie. Das ist jetzt ein großes Big Picture. Da gehe ich gern mal drauf ein, vorab, dass das Ganze ist sehr modular aufzubauen und anzusehen. Also es gibt eben den großen Big Bang, nenne ich es jetzt mal, oder eben modular auch die kleine Schritte, um eben möglichst schnell und effizient auch compliant zu werden. Also was sehen wir hier, wo wir unterstützen können, ist einmal genau das, was ich letztendlich gerade von der EMBW erzählt habe, eben erstmal im Consulting, in der Beratung zu unterstützen, also die Anforderungen zu analysieren, eine Aufwandsabschätzung mit herzugeben, wo man sich einfach anschaut, okay, was bedeutet das wirklich für die verschiedenen Anlagen, auch an Aufwänden, an in der Prozessleittechnik, wie sieht das Ganze aus mit auch vielleicht folgenden Analysten. Wir unterstützen dabei, eine Roadmap zu erstellen, um einfach möglichst effizient und möglichst schlank auch dann eben zur Compliance zu kommen. Darüber hinaus helfen wir natürlich gerne auch dabei, die Tools mit aufzubauen. Und ein ganz wichtiges Thema ist, denke ich, auch einfach eine Beratung in Hinsicht auf die Organisation und der Prozesse. Was passiert mit einem Alarm, der geschmissen wird? Wie sind da innerbetrieblich die Abläufe, wo muss ich wie gemeldet werden, etc. Darüber hinaus haben wir letztendlich den großen Reiter Security Monitoring. Dort eben auch ganz klassisch der Betrieb der Systeme zur Angriffserkennung, hier eben die Abkürzung IDS und CIEM. IDS ist eben der englische Begriff in der IT-Security für ein Intrusion Detection System, was eben genau einem solchen System zur Angriffserkennung entspricht. Und hier übernehmen wir gerne den Betrieb. In dem Betrieb werden dann eben die verschiedenen Alarme auch ausgelöst und die gilt es dann natürlich auch möglichst effizient und möglichst schnell zu analysieren. Auch hier unterstützen wir eben sehr gerne. Das geht dann von der Identifizierung eben bis zur Beurteilung, zur Analyse und gegebenenfalls eben zur Eskalation. Und dann eben genau dabei helfen wir auch bei der Behandlung eben von Sicherheitsvorfällen und dem Dokumentieren. Das Ganze, auch hier wieder großes Bild, ist natürlich möglich, dass man da die Synergieeffekte auch nutzen kann, die sich eben Konzern weitergeben, also sei es jetzt über die Cloud, sei es jetzt über die klassische Bürokommunikation, der IT, bis hin eben dann zu den anlagenspezifischen, zur OT. Aber genau hier einfach nochmal der Fokus, das Ganze kann sehr granular aufgebaut werden, mit einem kleinen Konzept, mit einer relativ zeitnahen Implementierung dann auch von einem System zur Angriffserkennung und kann dann eben je nach Reifegrad der Organisation eben auch weiter ausgebaut werden, in den Betrieb mit gewissen SLAs übergehen dann eben on top eben diesen Reifegrad noch erlangen, die Alarme dann eben in ein SIEM weitergeschickt werden und dann eben in einem Security Operations Center auch analysiert werden. Wichtig hierbei vielleicht auch noch zu erwähnen, dass eben die Meldepflicht hier nach dem BSIG, Paragraph 8b Absatz 4, eben natürlich mit berücksichtigt ist und mit inbegriffen. Ansonsten ergänzend noch, wir sind natürlich ein zertifizierter BSI IT-Sicherheitsdienstleister.
Jetzt ist so immer ein bisschen die Frage, wie sieht das Ganze denn jetzt konkret aus? Wie muss ich das ins Netzwerk integrieren? Und nimmt das für mich irgendwie Einfluss auf die Produktion, auf die Anlagen? Und da habe ich jetzt mal eine Referenzarchitektur mitgebracht und würde da gerne einmal ein paar Worte zu verlieren. Also das ganze System an und für sich ist komplett passiv. Das heißt, es nimmt keinen Einfluss. Wir sehen hier einmal zur linken und zur rechten eben ein OT-Netzwerk und in der Mitte eben so ein Spiegelport, was letztendlich ein Switch ist, an den dort eben passiv mitgelesen wird und eben ein solcher Sensor verbaut wird und der einfach wirklich komplett passiv mitliest. Dort sind keine aktiven Komponenten, die irgendwo in der Prozessleittechnik installiert werden müssen, die dann aktive Abfragen stellen, sondern man kann hier wirklich an dem vorhandenen Switch sich an dem Spiegelport anstecken und der Sensor liest dann ganz passiv den gesamten Traffic mit und bringt dann natürlich eine gewisse Intelligenz mit. Wir haben hier zum Beispiel bei den gängigen Betreibern eines solches IDS-Systems, dass zum einen verschiedene Funktionalitäten mitkommen. Also wir haben einmal immer den Sensor, der dann eben die Alarme eben auch in der zentrale Management-Konsole übergeben kann, was einfach den Mehrwert hat, dass wenn Sie verschiedene Anlagen oder auch verschiedene Teilbereiche bei sich isoliert betrachten möchten, dort einfach einen gesammelten Übersicht haben. Und der Sensor an und für sich liest eben, wie gesagt, passiv komplett mit und hat dort die Möglichkeit, eben auch ein gewisses Asset-Management zu betreiben. Das heißt, wir haben erstmal die Möglichkeit, wirklich komplett mitzulesen, was läuft denn hier wirklich über den Switch? Was haben wir hier für eine Asset-Invertisierung? Es entsteht dort automatisch dann eben auch so ein gewisses Netzwerk-Mapping. Man sieht eben, dass die verschiedenen OT-Prozesse mit den verschiedenen OT-Protokollen, die werden sichtbar gemacht. Also man kann dort auch schon die ersten Analysen fahren, ob jetzt wirklich Pattern 1 mit Pattern 2 wirklich miteinander kommunizieren soll, ob das irgendwie ungewöhnlich ist. Und hat dort eben auch schon die Möglichkeit, die ersten, ich sag's jetzt mal, Kronjuwelen zu identifizieren. Also was ist denn wirklich an den Assets? Wenn ich alle meine Assets kenne, dann weiß ich auch wirklich, was ich schützen muss und bin schon mal deutlich, deutlich sicherer in dem, wie ich meine Sicherheitsstrategie auch aufbauen kann. Ansonsten bringt die Sensor dann eben noch sogenanntes Vulnerability Management mit, also bringen eine Intelligenz mit, was gewisse Schwachstellen von Assets angeht, zeigen einem auf, eben was unsichere Protokolle vielleicht noch im Einsatz sind, zeigen die ersten schwachen Konfigurationen, die vielleicht vorhanden sind. Und das Ganze ist dann eben für die Analyse historisch in einem Zeitstrahl oft zu sehen. Dann natürlich das Hauptthema, auch im Namen eben mit inbegriffen, ist eben die Angriffserkennung. Wir haben hier eben über einen solchen Sensor, der verbaut wird, eben die Möglichkeit, Anomalien zu erkennen. Das heißt, normalerweise wird so ein Sensor erstmal ins Netzwerk gehängt und geht dann eine gewisse Phase durch so eine Learning Phase, nennt sich das. Das heißt, er liest erstmal 2 Wochen oder 2 bis 4 Wochen, liest einfach mit und lernt, wie das Netzwerk miteinander kommuniziert und hat dann die Möglichkeit, nachdem es eben scharf gestalten ist, gewisse Anomalien zu erkennen. Also abzugleichen, okay, das ist jetzt hier so der normale Traffic und auf einmal, Beispiel, es gibt dann einen Fernwartungszugriff, würde der dann eben erkennen, okay, hier passiert gerade was eigentlich nicht gewöhnlich ist. Hier ist ein neues Gerät im Netzwerk etc. und würde dann dort eben eine Anomalieerkennung schmeißen. Hier eben verbunden auch mit so einer Intrusion Detection und Alarmierung. Dazu kommt noch eben die Möglichkeit, darüber auch gerade für Information Security Manager oder Ähnliches benutzerdefinierte Dashboards eben auch zu erstellen, wo man einfach gucken kann,
Okay, wer jetzt im Unternehmen, ob das jetzt die Prozessleittechnik ist, ob das jetzt eben die ISMs sind, wer darf was sehen, wer kann sich wie ein Reporting ziehen, das lässt sich eben wunderbar dort auch granular nach einem Rollenrechte-Konzept eben aufbauen. Ansonsten gibt es natürlich, und da sind wir wieder beim größeren Bild, wenn man das weiterspinnen möchte, Richtung einem SIEM die Alarme zu schicken. Das haben wir hier eben auch mit optional mit aufgenommen. Dann gibt es eben auch immer diese Integrationsmöglichkeit. Man hat dann natürlich die Möglichkeit, in dem SIEM das Ganze noch weitgehender anzureichen, indem man eine CMDB mit anhängt, indem man verschiedene Firewalls und Gateways noch mit dazu füttert, um dann eben in eine noch tiefer gehende Analyse zu gehen. Genau. Wie würde es jetzt konkret weitergehen? Wir würden dort eben anbieten, zunächst einmal genau mit so einem OT Visibility Assessment mit reinzugehen. Das heißt einfach wirklich mal kundenspezifisch erstmal zu gucken, okay, wie machbar ist das Ganze? Dort ja auch immer das Thema nochmal der Wirtschaftlichkeit, gerade vielleicht im konventionellen Bereich, wenn es Planungen gibt von Außerbetriebnahme, wie wirtschaftlich ist das Ganze noch, muss das wirklich so komplett durchgesetzt werden? Und eben die Analyse mit den eigenen Ressourcen vor Ort etc. Dann eben eine technische Analyse der Anlagen, vom Anlagenbestand, der Schwachstellen und eben auch der möglichen Bedrohungen, um dann eben in so eine Roadmap zu gehen, um eben auch dann eine Entscheidungsvorlage fürs Management mitzubringen. Genau. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn noch die eine oder andere Frage mit reinkommt im Chat. Und können sich gerne jederzeit auch bei uns melden. Wir helfen da sehr gerne, diesen Schritt auch gemeinsam zu gehen, um eben compliant zu werden. Genau. Vielleicht, Jael, gibt es denn schon Fragen? Glaube, du bist noch gemutet. Ah, sorry, danke für den Hinweis. Ja, es gibt eine Frage. Bieten Sie in einem akuten Informationssicherheitsvorfall auch Unterstützung an? Ja, das machen wir natürlich. Das Ganze läuft dann eben unter dem Deckmantel Incident Response. Kann ich gerne noch mal ein paar Worte zu verlieren. Also wenn es wirklich der Ernstfall eintritt, dann sind wir natürlich da für unsere Kunden. Also wir haben dann eben, garantieren den Kunden je nach SLAs auch eine garantierte Unterstützung innerhalb von 2 Stunden im Ernstfall. Haben eben auch eine Möglichkeit von so einer 24/7-Hotline, die aber auch ohne ein Callcenter funktioniert, wo man einfach wirklich direkt mit den Experten sprechen kann. Ja, kommt dort dann eben in die Vorbereitung auf den Ernstfall direkt. Bieten darüber auch hinaus letztendlich wie Workshops an, um einfach diesen Vorgang auch einmal zu simulieren. Also das nennt sich dann Wargames, einfach so eine Angriffssimulation, um dann auch wirklich die Prozesse mal weiter zu spinnen. Genau, das bieten wir an. Das ist auch einer der neuesten Akquisitionen von Atos, die da eine große Rolle mit reinspielt, die SecConsult, die da viel von übernimmt. Okay, super, vielen Dank für deine Antwort. Eine weitere Frage ist noch, wie kann der erste Kontakt aufgenommen werden und welche Größenordnung hat ein Pilotprojekt normalerweise? So, wie kann der erste Kontakt? Genau, also in der nächsten Slide sehen Sie auch nochmal unsere Ansprechdaten. Da kann gerne jederzeit Kontakt hergestellt werden. Und wie gesagt, das hängt immer ganz davon ab, was für ein Scope wir vorfinden. Also wie gesagt, man kann das sehr granular aufbauen, um wirklich auch möglichst effizient einfach die Compliance herzustellen, bis dann eben hin zu größeren konzernweiten Analyseprojekten, wo sich wirklich nochmal detailliert angeschaut wird,
Wie ist das Sicherheitsniveau aktuell? Was bringt denn noch zusätzlich zu einem System der Angriffserkennung vielleicht einen großen Mehrwert, um eben möglichst sicher zu sein? Von daher ist es sehr granular aufzubauen und da einfach gerne wirklich in den Kontakt erstmal treten und dann können wir da im Detail nochmal sprechen. Ja, ansonsten gab es keine weitere Fragen mehr. Alles klar. Ja gut, dann sind wir tatsächlich ein bisschen früher fertig als eigentlich geplant. Wie gesagt, wenn es noch weitere Fragen gibt oder so, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Sie finden hier unsere Kontaktdaten und die Aufzeichnung wird dann auch nochmal online zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten, ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Frederik, vielen lieben Dank auch an dich. Für das Vorstellen unserer Lösung. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Super.